Jetzt geht's weiter. Ist auch immer ein bisschen seltsam bei den Kisten, die sie findet. Die macht sie immer auf, aber wirklich aufnehmen tut sie irgendwie nichts. Diese traditionelle Nomaske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Ja, diese Artefakte zu sammeln, ich glaube, so richtig viel aus ein bisschen XP bringt es uns nicht. Oder wir lernen halt ein bisschen mehr über die Geschichte kennen von dieser Insel. Ich habe aber auch schon das erste Grab erforscht, was das Spiel ja dann überhaupt zu einem Tomb Raider-Spiel macht. Das war ganz nett gemacht. Aber eigentlich ist es ja wirklich mehr ein Survival-Shooter. So. Sam? Sie müssen dem Pfad folgen. Man muss klettern. Hast du gehört? Ja. Ja, es gibt viele Videosequenzen. Such den Rauch. Wir sind unterwegs. Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay, er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Ja, Lara, ich träume auch nicht. Das hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steige ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten. Von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Sam? Matthias? Sam! Sam! Scheiße! Ja, das tut weh. Da hätten die Gegner mal immer Slow-Motion-Angriffe. Thank you.
Geht's gut, mein kleiner Vogel? Bin ich froh, euch zu sehen. Klar, der Knochen ist nicht gebrochen oder so. Sie war bei dir? Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Rob? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Ross, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe nein, mit dir. Nein, ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Ross. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Dem traue ich auch nicht. Nicht so schlimm. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. So, jetzt können wir uns aber mal hier so eine schöne Kiste schnappen. Yay! So. Die können wir noch nicht öffnen. Dafür müssen wir erst unsere Kletteraxt verbessern. Lara! Hier oben! Ich hab was gefunden! Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf! Da ist ein großes Tor! Nein, das war nichts. Oh mein Gott, schieß! So. Sie hätten mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Ach, da liegt er. Gar nicht gesehen. So. Wir pirschen jetzt erstmal hier so ein bisschen rum und holen uns lauter Kisten und tolles Zeug. Übrigens ist da unten wieder so ein Traumfänger, aber da muss schon unten ran. Schauen wir uns erstmal noch hier um. Lara hat eine Vertrauenskrise, also werde ich für sie gute Laune simulieren. Aber etwas an dieser Expedition macht mich nervös. Je näher wir dem Drachendreieck kommen, desto übler wird mir. Mit Vorfreude hat das nichts zu tun. Was zum Teufel ist nur los mit mir? Ich sollte aufgeregt sein. Das wird ein völlig irrer Trip. Ich muss nur dieses Gefühl loswerden. Vielleicht kann ich Lara zu einer kleinen Pause und einem Drink überreden.